aus der zu Part 5 von The Central Park. So. Energie ist hier neu aufgetankt. Zu kreativen Motiven hier. Zu Park. So, wir hatten ja jetzt hier in den letzten Part, hatten wir ja schon mal hier so leichte Verkleidungen gemacht. Ja. So. Dann machen wir eben hier das Geschäft zu. So. Auf jeden Fall ist es ja jetzt so, dass wir hier ja die Wildwasserbahn haben. So, hier haben wir die Rollercoaster. Ja, Marshmallow Man will auf die Geisterbahn treten. So, und dann habe ich mir jetzt überlegt, wir bauen jetzt ein Stückchen hier rein, weil wir bauen jetzt hier wirklich jede Menge Geschäfte, also jetzt hier Essen, Trinken, ja, Wachdienst, Gebäude, ja. So dürfen natürlich die Wege jetzt nicht kreuzen, ist klar. Deswegen machen wir nur bis ungefähr hier hin. So, und dann geht es ab hier weiter mit einem anderen Parkmotiv. Da muss ich aber nochmal gucken, was für genau. Aber ich denke mir mal zum Grob, dass es dann zum Teil Action geht. Weil hier sind ja die Ghostbusters. Ja, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir dann zu dem Teil übergehen, wo es Action ist. So, und dann geht es hier auf der Seite halt eben ein bisschen ruhiger zu. Da kommen da die Karussells hin. Ja, wir bauen natürlich hier hinten auch noch ein paar Karussells hin für die kleinen Kinder. Ja, wir wollen natürlich auch Kinder anlocken hier zu den Ghostbusters. Ja, aber halt einfach so eingebaut. Ja, dass es auch alles passt. Wir gehen jetzt auch noch hin. Ja, machen hier die Seitenverkleidung. Ja, weil ja keiner muss ja jetzt ihre Kinder schauen. Ja, so, da ist das Erste, was wir machen. Wir bauen jetzt hier erstmal weiter die Seitenverkleidung, aber ich bin jetzt gerade überlegen. Die Zäune, naja. Also mir wäre es ja immer noch doch ein bisschen lieber, wenn wir so Seitenverkleidung machen. Also die Teile. Dass das dann einfach so ein bisschen versteckt ist. Oder? Ach nee, komm. Das lassen wir einfach. Das lassen wir jetzt einfach so. Weil sieht ja schon so ein geiles Motiv. Sieht es ja schon aus, muss man ja sagen. Ja, so ist es ja jetzt nicht. Ich habe ja auch extra deswegen den Weg so. Aber was ich mir ja noch überlegt habe, was wir ja hier zum Beispiel noch so hin wäre jetzt zum Beispiel
So, diese Schildchen. Plakatschilder. So, da müsste reichen eigentlich. So, dann gehen wir mal jetzt rüber zu den Karussells. Da bauen wir jetzt hier so noch eine Linie, also so halt einfach ein paar Karussells hin. So, dann haben wir das auch schon mal. Dann bin ich gerade überlegen, hier könnten wir eigentlich auch so ein Karussell hinbauen. Aber müssen wir mal gucken, was für eins. Dann bauen wir das so ungefähr hier hin. Ja, passt. So, weil dann können wir nicht langsam mal den Park eröffnen. Ja, hier kommen natürlich noch Fressbuden hin. Ja, da ist ja klar. Aber Dienstpläne müssen wir auch noch aufstellen. So, aber dann haben wir schon mal so viel zum Auswahl, dass die Leute wirklich dann schon mal in den Park gehen können, sich dann so anschauen können. Ja, und dann, das ist die Hauptsache, weil wir müssen hier noch Achterbahnen bauen. Hier, Action. Also ich habe mir jetzt gerade noch anders überlegt. Hier kommen die Action hin. Weil dann überschneidet sich das dann nicht so. Da kommen dann noch so Achterbahnen hin, Wildwasserbahnen. Ja, also da kommt noch reichlich. Also wir haben wirklich hier noch in dem Park, haben wir wirklich reichlich zu tun. Ja. So, der Park wird später eröffnet. Mit einer riesengroßen Feuerwerk wird das eröffnet. Und ich bin derjenige, der auf den Knopf drückt. Boom, boom, boom. Zum Startschuss des Trend Travel Pack. Bam, bam. Ja, so. Aber das hat noch alles Zeit. Also jetzt machen wir erstmal die Fressbuden. Also dann heißt das jetzt hier eingeben Ghostbusters, weil das Thema ist ja hier halt einfach Ghostbusters und dann müssen wir jetzt auch das Thema umsetzen. So, Läden. Was soll das denn für ein Laden sein? Den könnten wir aber am besten hier hinten so hin platzieren. Also ungefähr bis hier. So, dann kommen Imbisse. Auch ist. Dann
ein Café. Erste-Hilfe-Zentrum. Okay. So, da kommen hier noch ein paar Parkbänke hin. Dann Toiletten haben wir dort. Da kommen hier auch noch mal Toiletten hin, hier vorne so. Weil das Thema hat ja wirklich nur hier jetzt erstmal was mit Ghostbusters zu tun. Nee, die Kamera nicht. Wir nehmen die andere, wir nehmen die hier. Und dann nehmen wir die Mülleimer. Wegen der Wildwasserbahn. So. Müssen natürlich dann hier auch noch bauen. Also Mülleimer, Kameras, Bänke, Fahrgeschäften. Ja.
Also da haben wir wirklich noch reichlich zu tun. Also wir bereiten uns dann schon mal langsam wirklich so rauf vor. Wir bauen jetzt hier die Mülleimer weiter. Weil der Park soll ja in Kürze eröffnen. Dass wir dann schon mal so eine Vorstellung haben, halt einfach, wie das dann aussieht mit die ganzen Parkbesucher. Weil das ist ja nicht nur das Einzigste, weil also ich hatte jetzt so vorgehabt, wirklich Themen mit einzubauen. Ja, Stadtrundfahrt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Und auf jeden Fall soll es halt eben in Kürze eröffnen, der Park. Hier kommt dann noch so zwei Infoschalter hin, dann noch Geldautomaten. Das brauchen wir ja alles noch. Da müssen wir noch die Ticketspreise erhöhen. Also, wie gesagt, wir haben hier wirklich noch reichlich zu tun. Ich kann jetzt nichts versprechen, ob wir den Park schon in diesem Part oder in den nächsten Part eröffnen. Auf jeden Fall muss der Park eröffnet werden. Eher ein paar Kameras zu viel als zu wenig. Jetzt nochmal eben Mülltonnen. Als nächstes machen wir mal eben die Ticketspreise.
Da schnellt er ziemlich schnell in die Höhe. Aber unsere Ticketspreise sind nicht gerade billig für den Park. Wir sind jetzt bei $50, das heißt 60 ist angenehm. Und 30 bei den Kindern. Weil wir jetzt halt einfach auch nur. Das wäre zum Beispiel auch wieder was. Ein Themenpark für Kinder. Das heißt, wir bauen dann wirklich hier, sage ich jetzt mal, hier so wirklich nur was für die Kleinen hin. Also eine kleine Holzachterbahn, die jetzt nicht so extrem ist. Ja. So, dann eine kleine Wildwasserbahn. Also das wäre zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit für die Kleinen. Ja. Zack, ist mir schon die nächste Idee eingefallen. Das werden wir auch machen. Aber erstmal kommen die Parkbänke dran. Musste kurz niesen, Entschuldigung. Oh, das geht aber gar nicht. Da haben wir einmal die Parkbank. Und die. Dann stellen wir gleich mal ein. Aber erstmal hier.
table. Belfum. Natürlich machen wir jetzt erstmal die Geschäfte zu, dass sie erstmal so rumlaufen können. So. Und dann werden wir einen Dienstplan, also hier noch ein paar Geschäfte hin, weil dann kommen die Officer auch da lang. Ja. So. Hier kommen aber wir normale Geschäfte hin. Weil das hat ja nichts mehr mit den Ghostbusters zu tun hier vorne. Weihnachtsmann brauchen wir nicht. Den Quatsch. Space Café. Street Fox Coffee. So. Wie gesagt, wir eröffnen jetzt gleich den Park. Ja, weil wir bauen ja dann weiter. Aber das Gute ist ja dran, wir können ja so einen Zaun machen. Ja, aber bevor wir das machen, mache ich mal... Da bin ich wieder. Also, auf jeden Fall werden wir jetzt mal eben hier alles fertig machen. Das heißt, das war, glaube ich, jetzt hier Personalbüro. Okay. Für 10. Sicherheit. Nee, nicht Sicherheit, für Unterhaltung.
So, Sicherheitsgebäude kommen woanders hin. Das kommt so ungefähr hier hin. So, auf jeden Fall brauchen wir Maskottchen. Da stellen wir jetzt schon mal alles ein. Die Security brauchen wir natürlich auch. Verkäufer brauchen wir auch genug. Techniker auch. Außenmeister sowieso. Und das Allerwichtigste nicht vergessen. Der Marshmallow Man. Den darf man nicht vergessen. Der Marshmallow Man. Da kommen wir auch noch mal ein paar Stück von. Die ja dann so halt eben durch den Park laufen. Wird das aber so einstellen dann, dass dann halt eben ein paar hinten bei die Ghostbusters rumgurgeln und dann ein paar da hinten. Die laufen dann aber so immer so durch den Park. Ja. So, dass sie natürlich auch dafür Werbung machen. Für den Marshmallow Man. Was geht ab? Kennt ihr bestimmt alle auf Scary Movie. Was geht ab? Dann gehen wir jetzt hin. Wo haben wir es denn jetzt hier? Personal, alle. Und wenn die jetzt erstmal den Personalplan geben, da heißt nämlich alle. Und dann können wir nicht gleich den Park eröffnen.
während die Fahrgäste dann halt einfach durch den Park spazieren, ja, also die Parkbesucher, können wir nicht dann in dem Moment weiterbauen. Und dann können wir nämlich den Plan hinzufügen jedes Mal. Und dann passt das nämlich schon. Und dann brauchen wir nicht nur Mitarbeiter wieder einstellen. Und dann sind alle glücklich und zufrieden. Und dann können wir in dem Moment weiterbauen, wenn die alle beschäftigt sind. Und dann sage ich jetzt mal offiziell, der Park ist eröffnet! So, nicht nur der Park ist jetzt eröffnet, sondern auch die Fahrgeschäfte. Sind ja nur 4 Stück. Erstmal. Aber da kommen ja noch reichlich, weil ich hatte mir jetzt überlegt gehabt, das hatte ich auch eben gesagt gehabt, dass wir hier auf die kleine Fläche jetzt bis ungefähr hier so nur kleine Achterbahnen bauen und Wildwasserbahnen für kleine Kinder jetzt halt einfach, dass sie nicht so extrem sind. Und dann passt das. Weil wir wollen jetzt ja auch nicht, dass die so überfordert sind. Ja, und dann fangen wir auch mal an, hier mit einer Achterbahn zu bauen. Nee, selber bauen, nicht kaufen, bauen. Da müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir einfach eine Holzachterbahn. Nehmen wir die. Die passt hier wunderbar hin. Aber die wird dann halt einfach auch nicht so extrem. Weil was bringt das, wenn wir die jetzt zu extrem machen? Aber die Kinder sich da halt eben nicht drauf trauen, rumzufahren. Müssen wir mal gucken, ob die jetzt optimal ist. Wunderbar.
2 eröffnet werden. Aber viele, viele gehen schon wieder. Verstehe ich nicht warum. Vielleicht finden sie ja erstmal den Preis ein bisschen teuer. Das kann natürlich gut möglich sein. Aber ich sag ganz ehrlich, da kommen ja noch Sachen hinzu. Es sind ja nicht nur die einzigsten Sachen. Also es kommen viel, viele Sachen kommen, ja, wo ich sage, es lohnt sich, für den Park zu kommen. Hier bauen wir jetzt zum Beispiel ein Karussell hin wieder. Es ist ja jetzt hier nicht nur der Themenbereich. Es kommen wirklich viele Themen dran. Nur halt eben die Leute müssen sich halt erstmal gedulden, bis wir auch so weit sind. Denken wir mal, dass das doch hier gleich noch voller wird in dem Park. Da kommen ja schon die ersten Fahrgäste, kommen jetzt hier langsam an. Ja, hier ist zwar noch tote Hose, aber es kommt noch alles. Ja, wir bauen jetzt hier. Das könnten wir hier so machen. Könnten wir wunderbar so eine Achterbahn so zwischenschieben. Schießen. Und das könnten wir auch wieder mit den Ghostbusters machen. Weil ja eine Ghostbuster Achterbahn haben wir ja dort. Die andere könnten wir ja zum Beispiel hier vorne noch hin platzieren. Ja, so dass der Eingang hier ist. Und dann schießen wir die dann halt einfach so. Mit extra Krawacho. So durch. Ja. Oder wir machen das ganz anders. Da können wir mal die bauen. Die hat ihn noch nicht gebaut.
passieren. Nee, dann bauen wir die hier. Damit kennen wir uns schon aus. Dann tun wir die jetzt testen. Weil wir wollen ja viele Parkbesucher haben, die auch glücklich sind. Thank you.
Ich würde mal sagen, kann so bleiben. Machen wir auf 0. Block hier. Das heißt nämlich. Nee. Schade, kann ich nur einen Zug nehmen. Gut. Ist aber auch jetzt nicht so tragisch. So, dann kann die Achterbahn auch eröffnet werden. Muss jetzt nochmal getestet werden. Aber das macht ja nichts. Es soll ja Familienpark sein. Was will man mehr? Hauptsache, ich sag immer, die Parkbesucher sind glücklich. So, Achterbahn hat eröffnet. Kommt, liebe Gäste, kommt! Hier ist eine neue Attraktion! Und jetzt, meine Freunde, kommt auf das, was ihr alle erwartet habt. Eine neue Achterbahn. Eine wildere, eine spektakuläre Achterbahn. Die habt ihr noch nie erlebt. Die ist sowas von schnell. Schneller als die Polizei erlaubt. Und tausendmal gefährlicher, als ihr erwartet habt. Die ist sowas von gefährlich. Kleine Kinder dürfen nicht damit fahren. So extrem gefährlich wird sie sein. Nee, also das ist zu viel.
45 Grad ist ja noch in Ordnung. Den Winkel nach oben zu schieben. Nee. Auch noch zu viel. 22 und dann 45. Wir werden jetzt schon mal eine Testfahrt machen. Man ist immer vor, das ist aber besser. So ist er, so ist die Achterbahn eigentlich nicht schlecht, finde ich jetzt. Weil es sind ja doch schon ein paar Attraktionen hier. Ja, wo man sagen kann, gut, jetzt lohnt sich das wirklich in den Park zu gehen.
Hauptsache ist ja, die Leute, die kommen jetzt hier hin, freuen sich, fahren mit der Achterbahn. Was will man mehr? Die Ghostbusters, die kämpfen immer noch gegen den Marshmallow Man. Da hinten ist die Achterbahn. Macht dann natürlich viel mehr Laune, hier in so einem Freizeitpark zu sein. Polizeihelikopter kreist immer noch. Die kämpfen auch gleich hier. Wir gehen im Marshmallow Man. Der berühmte Marshmallow Man. Hier haben wir auch so eine Geisterbahn eingebaut. Die Fahrt losgehen und wir gucken uns jetzt mal an, wie die Ghostbusters gegen den Marshmallow Man kämpfen. Da kämpfen die gegen den Marshmallow Man. Und hier unten geht der Kampf zwischen Gut und Böse natürlich immer weiter. Die Ghostbusters gegen die Finster des Bösen. Hier Scheinwerfer. Und es kommen immer mehr Fahrgäste, also immer mehr Parkbesucher kommen. Ui, die Achterbahn ist aber auch sehr beliebt. Besonders die hier, die ist auch sehr beliebt. So. Wir bauen noch eine Holzachterbahn. Bauen aber zeitgleich noch eine andere Wildwasserbahn, die aber schon vorgefertigt ist. Sei ganz ehrlich. Es müsste die sein. Stellen wir mal am besten hier so ab. Yeah.
ist das auch erledigt. Müssen wir die gleich noch eröffnen? Und dann läuft doch der Freizeittag. Die Fahrgäste sind zufrieden. Alles läuft einwandfrei. Die Ghostbusters kämpfen gegen Marshmallow Man. Die Polizei gibt natürlich total Luftunterstützung gegen den Marshmallow Man. Was will man mehr? Der böse Marshmallow Man, der wird besiegt von die Go 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 Ghostbusters. Yeah! Der böse Marshmallow Man, der wird besiegt von die bösen Go 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 Ghostbusters, die wollen ihn töten, den Marshmallow Man, yeah! Der Marshmallow, Marshmallow Man, der böse, der böse. Der böse, der böse Marshmallow Man, der böse Marshmallow Man, man, der böse, der Marshmallow Man, der böse Marshmallow Man. Es kommen immer mehr Parkbesucher. Aber komischerweise, alle wollen auf diese Achterbahn drauf. Aber macht ja auch nichts. So. Hier kommt noch ein bisschen Action hin. Dazu ziehen wir jetzt hier gleich noch so einen Weg entlang. Müssen wir mal gucken. Ja, den können wir. Ja, können wir so lang ziehen hier so lang. Und dann kommt hier nicht so ein bisschen mehr Action hin. Mit Filmstudios und sonst so ein Quatsch. Viel Action! Ha! 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 Wo ist unser Captain Jack Sparrow? Da kommen die angefahren, Captain Jack! So, dann machen wir jetzt erstmal den Weg. Weil den brauchen wir jetzt. Das geht gar nicht. Nee.
Müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir das dann also so machen. Machen wir es anders. So, dann nehmen wir natürlich auch vorgefertigte Fahrgeschäfte mit viel Action. Wir wollen Action, 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 Action. So. Auf was stehen die Männer? Mehr Power! Auf mehr Power! So. Dann möchte ich doch mal was ausprobieren. Da unten. Ja, weg.
Also eine Mitarbeiter an die Gruppe zu entfernen. Ach so, nee. Hui! Nun gehen wir jetzt hin. Auch nicht schlecht. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Wir laufen einmal mit einer Schlange geworden. Was? Er kriegt's doch nicht. Hä? Halber mal mehr Mitarbeiter einstellen, die so frei durch den Park laufen. Wir sitzen jetzt ganz hinten im Boot. Im Boot. Im Boot. Im Boot. 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 On the boat. Boot. Boot. Die Ghostbusters camping in the Böse. Das Böse. Es ist böse im Busch. Es ist immer was Böses im Busch. Auf jeden Fall ist es ja schon nicht schlecht gemacht. Wir müssen hier natürlich noch ein bisschen mehr Attraktionen machen, auf der Seite halt. Ja, aber so ist es ja schon nicht schlecht. Wir werden jetzt auch gleich die F-25 bauen. Das ist eine Achterbahn, die dann wirklich einmal durch den ganzen Park fährt. Ja, mit mehrere Steigungen. Ja. Und da müssen wir mal gucken. Vielleicht geht das sogar so weit, dass wir den einmal so rum um den Marshmallow Man machen. Oder wir bauen einfach einen zweiten Marshmallow Man ein. Ja, die Autos, die packe ich mal woanders hin. Da stelle ich mal hier so einer kommt hier hin. Das Polizeiauto. Und hier hin. Das Feuerwehrauto. Da so hin.
runtergefallen. Also das Headset. Ja. Das Ghostbusters Auto bleibt da stehen. Und wie gesagt, wir bauen jetzt hier die F25 hin. Das ist die hier. Die bauen wir hier hin. Weil die wird jetzt ein kleines wenig extrem. Deswegen machen wir mal die Füße aus. Stützen. Weil die halt eben extrem wird. Ich habe ja gesagt, die Achterbahn wird jetzt extrem. Also ist es auch. Die ist zu extrem. Aber wie gesagt, das ist ja schon mal der gute Anfang hier. Das alle Fahrgeschäft, außer jetzt die kleine Mini-Achterbahn, nicht so gut besucht ist. Aber es macht ja nichts. Auf jeden Fall. Es fahren auf jeden Fall genug damit.
verlasse den Park. So, ich sag dann mal bis später.